and the Millennium Orchestra. Vielen Dank. Hallo. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Danke. Ich nehme an, Sie sind schon in glänzender Wochenendlaune, so wie die Herrschaften hier. Vielen Dank. Wir haben fantastische Gäste. Wir haben ein hinreißendes Programm. Eine Mischung aus Scherz, aber auch schon voradventlich besinnlicher Bastelstunde. Ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder der andere zu Hause sagt, du sag mal, warum hat er denn heute einen Trachtenanzug an? Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe mich herbstlich gewandelt. Ich stand heute vor meinem Schrank und sage, greif doch mal zur Lodenjoppe. Vielleicht gibt es noch eine Überraschung heute Abend. Und wir haben zwei dermaßen attraktive, modische und junge Gäste, da sage ich, nein, ich muss ein bisschen ein Gegengewicht setzen in der leicht beschaulichen, herbstlichen Art, in der ich mich heute gewandet habe oder das Gewand angelegt, wie es umgangssprachlich hier bei uns in Köln heißt. Wir haben heute Abend zwei außergewöhnlich gut aussehende Gäste. Mein erster Gast ist eine junge Frau, die, und das finde ich als großartig, auf der einen Seite eine ungeheuer hippe Sendung moderiert, nämlich Giga bei NBC Giga. Da geht es nur um Internet und Bits und Bytes und was weiß ich alles. Auf der anderen Seite aber moderiert sie auch beim erfolgreichsten Hörfunksender Deutschlands, WDR 4. Und dort ist der Ton, in dem man moderiert, eher so. Hallo, während Sie vielleicht gerade noch ein Stück Pflaumenkuchen zu Hause auflegen, darf ich Ihnen eine alte Volksweise gesungen von Richard Tauber, der leider viel zu früh, also toll, ja, aber völlig unterschiedlich. Eine relativ jatzige Senderkennung. WDR 4. Bei uns heute Abend zu Gast Uta Fußangel. Und mein zweiter Gast, meine Damen, bitte schmeißen Sie Ihren Alten neben sich auf der Couch, von dem Sie leben, der Sie ernährt, der sich ihretwillen krumm geschuftet hat. Nicht gleich in den Müll, wenn Sie meinen zweiten Gast sehen. Mein zweiter Gast sieht dermaßen gut aus, ja, dass die Hälfte der weiblichen Mitglieder des Teams heute mittags in die Steckdose gelangt hat, um sich abzukühlen. Das ist unglaublich. Und er hat als Topmodel gearbeitet für Lucci, Fucci, Valentino, Dolce, Cabana, Armani, für alles, was gut oder teuer ist. Und vor zwei Wochen lief seine sogenannte Pilotsendung, der erste Testfilm, unglaublich erfolgreich bei RTL, Sinan Toprak, der Unbestechliche. Ein etwas anderer Kommissar, heute Abend bei uns zu Gast. Schneiden Sie sich bitte an zu Hause und setzen Sie Spezialbrillen auf, die Sie bestellt haben für solche Anlässe. Der schönste Mann im deutschen Fernsehen. Errol Sander. Und außerdem, Sie wissen es, mein stummer Partner Horst. Er will mit seiner Firma Horstemoll eine Mark für mich an die Börse gehen. Und die ganze Woche habe ich mir das Lamentieren angehört, wie geht das und so weiter. Heute, meine Damen und Herren, werden wir nach Münster schalten, wo Deutschlands Börsenguru einen Vortrag hält. Und wir werden ihn befragen, wie geht das, wenn man als junger, dynamischer Mensch mit wenig Geld, aber vielen Ideen an die Börse gehen möchte. Wir schalten zu Friedhelm Busch nach Münster. Und das wäre die Stelle, an der Ihr Applaus jetzt eintritt. Der Präsident der Vereinigten Staaten, William Bill Jefferson Clinton, hat in einem Interview bekannt gegeben, was er plant, wenn seine Amtszeit in, ich glaube, 2 Jahren zu Ende gehen wird. Und zwar, er hat die weltberühmte Motorradfabrik Harley-Davidson besucht und hat gesagt, er möchte am Ende seiner Amtszeit mit einer Lederjacke auf einer Harley in den Sonnenuntergang
fahren. Das ist toll. Bill Clinton auf der Harley, sehr männlich und er mag es einfach, ja. Unter sich etwas zu spüren, das richtig schluckt. Man hat jetzt etwas herausgefunden, Forscher haben etwas herausgefunden an Ratten, das natürlich auch für Frauen gilt. Denn, nein, es lässt sich natürlich auch auf andere Säugetiere übertragen. Ja, wir Menschen kommen vom Affen und werden eines Tages zu Staub. Glauben Sie mir, steht auch im Sat.1 Videotext. Ja, es ist so. Folgendes, schwangere Frauen, das hat man an Ratten festgestellt, ja, schwangere Frauen haben ein besseres Gedächtnis. Unglaublich. Man hat bei diesem Test festgestellt, die schwangere Ratte hat das Futterversteck wesentlich schneller gefunden. Es hat ihr aber nichts genützt, weil die schwangere Ratte hat das Gurkenglas nicht aufgekriegt. Wir feiern exakt heute ein schönes Jubiläum, 44 Jahre Bundeswehr. Genauer gesagt, heute vor 44 Jahren wurden die ersten Rekruten der Bundeswehr vereidigt. Und am Freitag drauf wurde zum ersten Mal in einem deutschen Schnellzug mehr Bier getrunken als Kaffee. Bundeswehr, Sie wissen, Bundeswehr, da ja, das, wo man hier in Köln-Mülheim nicht hin muss. Bitte? Ja, in Orten wie Fürstenau zum Beispiel oder Hammelburg oder auch und da vor allem in Schwanewede hätten Frauen ohne die Bundeswehr überhaupt keinen Sex. Fantastisch, unsere Band heute mit noch mehr schwarzen Tasten als sonst. Ja, das ist mittlerweile der neue Marschrhythmus bei der Bundeswehr. Das Gute, ah, das Gute, ah, das Gute. Ah. Wir haben in dieser Woche eine neue Mitarbeiterin präsentiert. Und sie hat großartigen Anklang bei Ihnen gefunden. Unsere charmante Mitarbeiterin, Frau Nothelfer, die Sie beschwingt ins Wochenende geleiten wird. Unsere Frau Nothelfer. Das ist die Aktie. Horst de Moll, ne Mark, kostet die Aktie. Denn unser großartiger Kollege Horst, hallo Horst, möchte an die Börse. Und wie es so vielen jungen Menschen geht, wie geht das eigentlich? Wenn ich jung bin, mega Ideen habe, aber leider keine müde Mark. Woher bekomme ich Geld für einen Börsengang, um dann Milliarden in einer Woche an der Börse zu verdienen? Und wir haben uns gesagt, wir fragen den Mann, der es wissen muss, Deutschlands Börsenexperte Nummer 1 von unserem befreundeten Powersender NTV, dem erfolgreichsten Nachrichtensender der Welt. Rund um die Uhr frische Nachrichten. Der einzige Nachrichtensender, der keine Nachrichten wiederholt. Es ist nicht so, dass wir um 9 Uhr dieselben sehen wie um 12. Nein, nein, nein. Frisch gestrichen seit dem Herbst, jetzt mit noch mehr Nachrichten. Und wir schalten jetzt nach Münster, dem heimlichen Finanzzentrum. Und dort müsste unser Freund und Kollege Friedhelm Busch auf uns warten. Guten Abend, Herr Busch. Ja, guten Abend, Harald Schmidt. Ich finde, das ist wunderbar. Darf ich fragen, ist es indiskret, Sie zu fragen, was Sie nach Münster führt heute Abend? Ich wohne in Münster. Ich habe hier mein Büro. Meine Heimatstadt ist das. Aha, Donnerwetter, das überrascht mich jetzt so. Aber das ist eine einleuchtende Erklärung. Freitagabend, da ist man zu Hause. Ja, schön, haben wir Sie jetzt von einer privaten Veranstaltung weggelockt? Nein, das ist leider nicht der Fall. Die kommt nach der Sendung. Das wünschen wir Ihnen. Viel Spaß. Herr Busch, Folgendes. Unser Freund Horst, ein junger, dynamischer Mensch, hat wahnsinnig viele Ideen, aber keinen Pfennig Geld. Ja, jetzt liest man ja immer, man braucht eigentlich eine wahnsinnig tolle Idee und eine Garage. Und dann geht's los so in Richtung Microsoft. Was muss ein junger Mensch heutzutage, der eine super Idee hat, aber kein Geld tun, um sich an der Börse Geld zu beschaffen? Also ein Telefon wird er schon haben, nehme ich an. Ja. Wenn ja,
Dann soll er meine Nummer wählen, mich anrufen. Ich bringe ihn dann rüber zur deutschen Börse. Und dann muss er nur einen Antrag stellen, er möchte an den neuen Markt. Und dann ist er in wenigen Tagen Milliardär. Ist das wirklich so? Ja, ganz einfach. Wie war noch mal Ihre Nummer, Herr Busch? Die reiche ich nachher nach. Ja. Ja. Ja, aber das überrascht mich jetzt ein bisschen. Ist das wirklich so einfach, an den neuen Markt zu gehen? Naja, es bedarf da einiger Voraussetzungen, aber die sind eigentlich unwesentlich. Also einmal muss die Firma mindestens 3 Jahre existieren. Aha. Wenn das so ist und wenn Ihr Mitarbeiter glaubt, er sei innovativ, dynamisch, Wachstum hat er auch in Aussicht, ja, dann kann er sich an die Börse wenden und sagen, ich möchte mit dieser Idee nun an den neuen Markt kommen. Ja. Und dann wird geprüft und häufig, wir sehen es in diesen Tagen wieder, jeden Tag kommt eine neue Firma an die Börse, 184 haben wir jetzt schon. Ja. Und dann werden wir vielleicht auch Sie an der Börse haben dann. Muss die Firma einen bestimmten Umsatz machen? Ja, also Umsatz eigentlich nicht, denn auch keine Gewinne, denn Sie sollen ja nur ein wachstumsorientiertes Unternehmen sein. Das heißt also, Sie können sagen, im Moment habe ich noch nichts, weder Wachstum noch Gewinne, keine Umsätze, aber ich glaube, dass das bald kommen wird. Und wenn Sie dann noch Leute finden, die daraufhin Ihnen Geld geben, ja, dann sind Sie eigentlich ein gemachter Mann. Und was kostet es im Schnitt, an die Börse zu gehen? Ja, das ist nicht ganz billig. Die Banken, die Sie dann an die Börse bringen oder die Beraterfirmen, die Sie an die Börse bringen, die wollen natürlich auch viel Geld haben. Aber das ist ja nicht so schlimm, denn Sie kriegen ja später über die Aktien, die Sie dann verkaufen können, so viel Geld rein, dass Sie das auch den Banken, die Sie dann da begleiten und dass Sie das dann auch den Fachleuten leicht zurückzahlen können. Also das sollte Sie nicht schrecken. Gut, also das klingt ja eigentlich relativ unkompliziert. Richtig, ist es auch. Herr Busch, dann werden wir Sie mit 60% oder sagen wir 40% beteiligen. 30 reichen. 30 an der Horst Emol Aktie, wenn das klappt mit Horst, ja? Aber er muss natürlich dynamisch sein. Ne? Das ist er. Er muss dynamisch sein und sich nun auch ein bisschen Chancen ausrechnen, dass er irgendwann Gewinne macht. Nein, da bin ich überzeugt davon. Ja? Ja, schönen Dank, dass Sie heute Abend sich die Zeit für uns genommen haben und ein schönes, spannendes und hippes Wochenende in Münster. Ja? Dankeschön. Dankeschön. Friedhelm Busch, meine Damen und Herren. Am Dienstag übrigens seine Kollegin bei uns zu Gast. Leo Busch. NTV, Preisträgerin des Deutschen Fernsehpreises und Markus Maria Profitlich. So, jetzt werden wir Ihnen zeigen, dass Sie wieder mal zurecht bei uns eingeschaltet haben, denn jetzt gibt es was zu lernen. Es ist doch so, Advent steht vor der Tür und da ist es ja auch nicht mehr weit bis Weihnachten und da basteln wir gerne. Und wenn Sie heute, ich suche jetzt zwei Damen, die über eine gewisse Fingerfertigkeit verfügen, wenn Sie gerne basteln, wenn Sie geschickt mit den Materialien von Mutter Natur umgehen können, dann können Sie heute Abend bei uns nicht nur Menschen zeigen, so schön ist es, sich an Weihnachten oder im Advent was zu basteln, sondern Sie können auch noch richtig Geld damit verdienen. Zwei Damen, zwei freiwillige Damen, die sagen, jawohl, das mache ich gerne, wenn Sie sich bitte melden würden. Haben wir schon eine? Sie würden das machen? Sie beide? Sie wurden aber bestimmt von den Herren. Ja? Sie auch? Sie beide machen das? Hello, where are you from? Würden Sie beide das gerne machen? Ja. Ja. Sie würden das gerne machen. Wie heißen Sie? Heike. Heike. Woher kommen Sie, Heike? Aus Schmidt. Sie sind unsere Frau Heike, kommt raus. Und Sie sind? Nina aus Hamburg. Nina aus Hamburg. Ja. Nina aus Hamburg und Frau Heike aus Schmidt. Kommen Sie her, Heike. Ja, ich kenne den Ort. Ich habe das Ortsschild schon. Kommen Sie einfach hier runter. So, folgendes. Das müssen wir erklären. Ich kenne den Ort, weil ich kriege häufiger Fotografien geschickt von Leuten, die sagen, hey Harald, guck mal, du hast schon den eigenen Ort. Und das ist der Ort, ne? Wo ungefähr in der Eifel ist das? In der Nähe von Düren. Aha. Schöner Ort.
Ja. Ja. Und Sie kommen aus Hamburg? Ja. Was ist die nächstgrößere Stadt dort in der Nähe? Was machen Sie beruflich? Ich bin Grafikdesignerin. Und Sie? Einzelhandelskauffrau. Einzelhandelskauffrau. Welche Branche? Drogeriemarkt. Drogeriemarkt, meine Welt. Deos, Zahnbürsten. Ist das so wahr, dass die Deutschen die Zahnbürsten bis zum Geht nicht mehr benutzen und viel zu selten welche frische kaufen? Ja. Ja? Man könnte ruhig mal öfter eine kaufen, ne? Ja. Was kaufen die Leute meistens so im Drogeriemarkt? Haushaltssachen? Toilettenreiniger und sowas? Ja, und ist es so, dass diese reichen Frauen, die Arztfrauen, die Frauen von Architekten und so weiter, ja, sich da irgendwie Make-up kaufen und schreiben, sagen Sie, machen wir einen Beleg über Putzmittel, damit es mein Mann absetzen kann? Ist das immer noch so? Ja. Es ist so. Pfui! Also, schön. Aber Sie haben heute bei uns die Chance, Heike und, Entschuldigung? Nina. Nina. Ja. Ja. Heike und Nina, Sie haben die Chance bei uns, also etwas Schönes zu basteln. Wirklich sehr, sehr schön. Und Sie können auch noch Geld verdienen. Garantiert. Und ich sage Ihnen nachher, wie viel, weil es ist nicht wenig. Sie machen, Heike und Nina, heute bei uns mit bei der großen Aktion. Willst du Glück und Geld sogleich, dann bastel dich reich, bastel dich reich. Sir Glenn. The Godfather of Sound. Einfach Platz genommen. Und so, während unser Mitarbeiter Sir Glenn die Damen verkabelt, damit wir hören, was sie sagen, kann ich Ihnen mal sagen, wie wir auf diese Idee gekommen sind. Schauen Sie, das hier ist das Buch, ja, das große Bastelbuch. Das haben wir aus der... Und ich habe es erst nicht verstanden. Ich dachte erst, es geht um Fortpflanzung, Kinderbasteln. Ja. So heißt das wirklich. Kinder, das muss ich mal sagen. Denn, ja, man glaubt es nicht. Bei uns in Schwaben heißt, wenn ein junges Paar zum Beispiel, das sich mit 17 oder so zum ersten Mal einander körperlich schenkt auf dem Rücksitz eines Kleinwagens und die Frau wird ungewollt schwanger, dann heißt es, die hinne Jungs bestelt. Ja, sie haben ein Junges gebastelt. Den Jungs-Bestel. Aber das heißt natürlich Kinderbastel. So, ich würde sagen, Heike hier und Nina da. Schon haben beide Platz genommen. Nehmt doch Platz. So sieht doch in der ARD ein ganz normaler Samstagabendshow aus. Ja? So, mein erster Gast ist Tony Christie. Nein, heute nicht. Und zwar haben wir hier Folgendes gefunden. Zwetschgenfrau und ihre Freunde. Gucken Sie sich das hier an. Sie sehen das auch. Das ist wirklich... Zwetschgenfrau und ihre Freunde. Mit Zahnstochern lassen sich aus Trockenfrüchten tolle Figuren zusammenstecken. Als Zierde für den Kaffeetisch lass die Rosinen, Feigen, getrocknete Aprikosen, Pflaumen, Birnen oder Äpfel geben. Wenn du nicht zu viel futterst beim Basteln, kannst du aus einem Beutel Trockenobst viele Figuren machen. Fange immer mit den Beinen an, dann merkst du, ob die Kerle stehen können. Zur Not gibt's ja dran. Und das ist so eine tolle Zwetschgenfrau. Süß, oder? Heike und Nina, ich würde sagen, an die Früchte und bastelt doch bitte eine schöne Zwetschgenfrau. Achtung, fertig, los. Willkommen bei Südwest 3. Guck mal, wir haben es geschön. Schön, dass es aussieht. Ja. Ich finde... Schöne Musik dazu gemacht. Erstmal mit den Beinen anfangen und man sieht schon, oh, da ist viel geschickter. Es sieht aus eigentlich wie eine meiner Lieblingssendungen, das ARD-Buffet. Vormittags. Ich sehe es oft beim Frühstück, wenn ich auf der Couch liege, Kuchenreste von vor 14 Tagen esse, das ARD-Buffet. Wird leicht so im Dialekt ein bisschen moderiert. Gerne auch mit einem kleinen Lispel. Vielleicht zeigen wir gerade mal hier bei der Nina aus Hamburg. Vielleicht einmal die Hände wegnehmen, Nina, ob er schon steht. Lass ihn einmal probieren. Einmal weg. Oh! Wow! Oh. Und hier die Heike. Fängt sehr unkonventionell an, aber ist ja gerade Arte in Köln, ja? Heike, Aprikosenhausschuhe sind vielleicht in der Eifel in, ja. Aber hier wäre das Männchen, ja,
aber es ist schön, Heike. Ja. Ja. Oh, das ist süß geworden. So. Nina, das ist jetzt wieder ein bisschen ruiniert, oder? Ja? Es sah eigentlich schön aus. Ja? Ich dachte, das dürfte auch ein bisschen individuell gestaltet werden. Ich sag's Ihnen immer zu Hause, meine Damen und Herren, es sieht so einfach aus. Aber wenn man sich dann in den herbstlichen Tagen ransetzt, dann merkt man doch, es ist wesentlich schwieriger, als man zunächst gedacht hat. Ja? Und wichtig ist, dass Sie nicht zu viel nascheln während des Bastelns und fehlt Ihnen vielleicht. Oh. Wenn ich das hier erlebe, sage, es war der größte Fehler, dass ich jemals von der ARD weggegangen bin. So, jetzt läuft uns ein bisschen die Zeit weg. Ich würde sagen... Nein, noch nicht. Wie noch nicht? Nein. Nina, jetzt ist Schluss. Sie können das Männchen gerne mitnehmen. Ja? Aber jetzt kommen wir zur Preisverleihung. Und ich würde sagen, beide... Achtung, jetzt bricht der Pädagoge aus mir raus. Beide haben es toll gemacht. Nehmen Sie mit. Nehmen Sie mit. Nehmen Sie es mit. Komm. Nehmen Sie es mit. Oh. Das Männchen. Nein. Nicole! Nicole! Danke, Helmut. So, das war großartig und wir lassen jetzt hier entscheiden per Applaus, wer von beiden. Es gibt für die Gewinnerin 1000 und für die zweite Siegerin 500 Mark. Wer ist dafür, dass das schönste, ästhetisch sehr gelungene Obstmännchen von Nina gebastelt wurde? Applaus bitte jetzt. Vielen Dank. Und wer sagt, nein, trotz alledem, eigentlich gefällt mir das von der Heike aus Schmitz in der Eifel bei Düren sehr viel besser. Sie haben die richtigen Leute mit. Ich muss sagen, machen wir so. Der Applaus war eindeutig auf Ihrer Seite. Das heißt, Sie gewinnen 1000 Mark. Ja? Aber ganz natürlich waren Sie viel besser. Das heißt, mehr habe ich jetzt nicht. Die 500 gibt es dann nachher noch hinter der Bühne. Auch 1000 Mark. Ja? Vielen Dank fürs Mitmachen. Heike, Nina, Nicole. Mein erster Gast hat es nicht nötig, ihre Sendezeit mit dem Aufpicken von Trockenpflaumen zu verbrödeln, meine Damen und Herren. Nein, sie ist in der Welt des Hightech und der Zukunftsindustrie Internet zu Hause. Sie moderiert seit einem Jahr die Sendung Giga bei NBC Giga, zusammen mit zwei äußerst charmanten Kolleginnen. Und das finde ich das Großartige, einmal in der Woche moderiert sie gut aufgelegt bei WDR 4, dem Programm für die ganze Familie hier vom Westdeutschen Rundfunk in Köln. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie an diesem Herbstabend den Weg hierher zu uns nach Köln-Mülheim gefunden hat. Meine charmante Kollegin Uta Fußangel. Hallo. Sehr gutes Kleid.
Schnäppchen. Neu, ein Schnäppchen? Extra gestern noch gekauft. Extra gestern gekauft. In Düsseldorf? Ja. Natürlich in Düsseldorf. Du lebst in Düsseldorf? Die besten Läden, ja. Ich finde das unglaublich faszinierend. Du siehst so aus, wie man sich eine Moderatorin eines Internetmagazins jung, dynamisch, zukunftsorientiert vorstellt. Ja. Und umso toller finde ich es, dass du eine Sendung moderierst bei WDR 4, der ein gewisses konservatives Image hat, sage ich mal. Der aber, das muss man auch mal sagen, der erfolgreichste Sender in Deutschland ja, ist. Ja, 4 Millionen Zuhörer. 4 Millionen Zuhörer. Gut aufgelegt. Gut aufgelegt. Von wann bis wann mit können Uta wir? Fußangel. Mit Uta Fußangel, meine Kollegin. Und ich bin ein bisschen erkältet. Da sagt ihr noch solche Sätze so, hinter der Scheibe legt ihr die Platten für sie auf, Gabi? Ja, wir legen sogar manchmal noch Bänder auf. Ganz alte Bänder. Ja. Originalbänder. Und das ist ja eine unglaubliche Stimme. Ja, aber sag ich natürlich jetzt ausgerechnet, betonend. Sag mal einmal irgendwie sowas, hast du auch schon mal so Verkehrsdurchsagen gemacht? Ja, die mache ich ja auch immer, zur vollen Stunde und immer mal. Mach mal einmal für mich so Kamener Kreuz oder sowas, ja? Oder so improvisiert? WDR 4, die Verkehrslage, Staus auf folgenden Strecken. Oha. A1. Das ist aber großartig. Das Tolle ist, dass sozusagen bei dir dann die Optik diese Erwartung einlöst, die Stimme erweckt. Ja? Es ist ja oft, ich weiß nicht, ob die Zuhörer von WDR 4 dann das, was sie jetzt hier sehen, mit meiner Stimme assoziieren. Ich hoffe, doch, das glaube ich schon. Aber oft ist es so, dass man Frauen mit wahnsinnig guten Stimmen hört und siehst du sie. Ja? Nee, aber das ist ja was Unterschiedliches. Ja, aber in deinem Fall, hast du eine Sprechausbildung gemacht? Ja, habe ich gemacht. Ja? Ich habe ein Volontariat gemacht beim Radio, da hatte ich Sprechausbildung. Und vorher beim Studium hatte ich auch Sprechtraining. Ja? Und ich hatte eine Sprechausbildung bei dem Herrn Peter, der spricht jetzt die Notrufbeiträge. Herr Müller verließ um 20 Uhr das Haus. Oh, das und dann, ist... die Witwe war tot. Ja, die Tassen wackeln, doch Heinrich M. denkt sich nichts dabei. Das ist die Sendung, wo Hans Meiser immer Leute aus dem Wasser zieht, die es gar nicht wollen und so. Ja, ne? genau. Ja. Notruf. Mit dem Fellmikrofon irgendwo auf dem Berg. Toll, und die auch danach, wenn sie irgendwo einen Skiunfall gehabt haben. Wie bist du dann zu WDR 4 gekommen? Ich meine, man bringt dich damit nicht in Verbindung. Ich hatte im letzten Jahr mich beworben für den WDR-Sprecherdienst und habe dann erstmal Sprecherdienste getätigt. Also ich habe für WDR 2 Nachrichten gesprochen, für WDR 3 das Programm moderiert, für WDR 4 Fernsehbeiträge auch vertont. Und irgendwann hat dann der WDR 4 gesagt, wir wollen dich komplett. Dann habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt Anfang des Jahres. Komplett. Immer eine Woche im Monat. Gut aufgelegt. Oh, ich finde das toll. Ich finde es auch unglaublich professionell, dass du nicht gesagt hast, nee, das ist doch nichts für mich. Ja. Hast du überhaupt keine Probleme mit dich? Was ist das für eine Art von Musik, die da gespielt wird? Sag mal, von wann bis wann läuft das? Also die Sendung? Das ist eine Mittagsschiene, die läuft von 12 bis 15 Uhr. Ja. Und das ist schon so die Musik, die einem nicht auf den Magen schlagen sollte, weil die Leute essen ja dann meistens zu Mittag. Ja. Und das ist schon flockige, schöne Musik. Es sind Schlager, Udo Jürgens ist Howard dabei. Carbondale. Auch Gilde Horn mit Berlin. Auch mit dabei. Auch Volksmusik, Hansi Hinterseher. Das auch, Hansi Hinterseher. Die Palldauer. Ja. Schürzenjäger. Ja. Judith und Mel. Ich glaube auch. Judith und Mel ist aber, glaube ich, doch zu sehr dann Volksmusik, oder? Ja, in dieser Schiene schon. Danach kommen dann die Heimatklänge und dann geht's ins Eingemachte. Ja. Ja. Ja, und das heißt, du machst die Moderation dazwischen. Mhm. Was sind das für Themen, die du da aufgreifst und so? Das sind eigentlich gar keine Themen, sondern das ist vielmehr, dass ich den Leuten ein angenehmes, gutes Gefühl geben soll am Mittag. Also ich sage entweder Musikmoderation oder ich denke mir irgendwelche netten Geschichten aus, wo ich denke, das könnte jetzt passen. Sie eine kleine Katze, und das ist mir heute Morgen passiert, auf dem Weg ins Studio, meine Damen und Herren. Ja, so. So da sah ich einen kleinen Jungen, der trug eine Katze in der Tasche und der Kleine ging zum Tierarzt. Dazu sagt Erich Kästner, ja so, diese in der Art, ja, ganz genau. Da gibt es ja auch ein Lied, Mein Kater Stanislaus. Mein kleiner Kater Stanislaus. Wer singt das? Das weiß ich jetzt. Spielt ja auch noch... Sif Malmquist. Oh, hey. Sif Malmquist. Das kennen ja viele gar nicht mehr. Der hat mal den Grand Prix gewonnen. Ja, das stimmt. 1965 oder sowas. Ja. Aber ich weiß nicht mehr das Lied, Sif Malmquist. Sif Malmquist. Ja. Und spielt ja auch noch Ich habe Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren von Camilo Felgen. Ja, hatten wir letzte Woche noch. Das ist, glaube ich, der meistgewünschte Titel überhaupt. Ja, der war auf jeden Fall letzte Woche auch im Programm, war ein Hit. Beim Süddeutschen Rundfunk hieß die Sendung Sie wünschen, wir spielen. Ja. Sie wünschen, wir spielen. Wir haben auch das Hörertelefon und wir spielen Hallo. Dann auch Wünsche. Für meinen Mann im Krankenhaus. Ja. Auch? Wenn auch. Du gehst, dann geht nur ein Teil von dir. Und so wird dann, ja. Gibt's das immer noch? Man muss immer ernst bleiben, ne? Ja, aber... Man muss jetzt auch nicht denken, ich muss jetzt nur diese super seriöse, ernste Schiene auflegen, denn WDR-4-Hörer werden unterschätzt. Auch sie lachen ganz gerne. Ja, klar. Und sie sagen auch zum Beispiel manchmal knutschen oder Party machen und das kann man auch nicht sagen. Hey, ganz schön fett da. Ja, sind noch richtig flippig.
Du hast ja ein abgeschlossenes Studium. Mhm. Das heißt, das finde ich sehr interessant. Erstmal hast du angefangen, Musikwissenschaften zu studieren in Bayreuth. Musiktheaterwissenschaften. Musiktheaterwissenschaften, mhm. Ja. In das Bayreuth. Heißt, in Bayreuth, Allmächtner. War das gut da, in Bayreuth? Ja, mei, ich meine, ich hatte mal Probleme mit der fränkischen Sprache. Ich habe gedacht, am Anfang, die verarschen mich ein bisschen. Ja. Ade, ein Semmel und so. Ein Semmel, ein Brötchen? Ja, ich ja. weiß, aber es war irgendwie ungewohnt am Anfang. Aber es war eine schöne Zeit. Es ist eine, das Frankenland ist eine ruhige Landschaft, man kann dort entspannen. Ja. Man kann dort auch viel Fete machen in der WG, wo wir wohnten, mit 7 Leuten in einem Haus. Und dann hast du gesagt, jetzt reicht's nach einem Jahr weg. Ja. Ja? Und dann ja. hast du Theaterwissenschaft studiert? Ja, in Bochum. Und das fertig gemacht. Mhm. Das heißt, du bist Frau Magister oder wie nennt ja, sich das? Ja, Magistrat der Theaterfilm. Und war das dein Ziel, in die Moderation zu gehen oder wolltest du irgendwie Regie führen? Oder? Mich hat irgendwie immer die Bühne und das Rampenlicht fasziniert. Und ja. am Anfang wollte ich eigentlich Schauspielerin werden. Aber dann dachte ich mir, nee, ich habe keine Lust, irgendwie ein Jahr lang immer dieselbe Rolle am Theater zu spielen. Ja. Und ich dachte mir, was machst du also? Entscheidest du dich erstmal für Theater, Film und Fernsehwissenschaften, gehst in diese Richtung und mal schauen, was sich dann ergibt. Und dann habe ich mich beworben für ein Praktikum beim Radio ja. und habe gemerkt, dass das wirklich meine große Leidenschaft ist. Und das Radio? Ja, das ist meine erste große Liebe sozusagen. Und da warst das du noch Au-pair-Mädchen in New York zwischendurch, ja? Oder ja, war das vor dem Studium? Ja, das war vor dem Studium. Das klingt auch so nach Traumjob. Ich bin Au-pair-Mädchen in New York. Hast du auch mal das Tageslicht gesehen dort? Ja, ich meine, die werden oft sehr schlecht behandelt, oder? Das stimmt. Ja? Also, ich bin nicht über eine Agentur dorthin gekommen oder über eine Organisation, sondern das Ganze lief über eine private Schiene. Über 3 Ecken bin ich in diese Familie gekommen. Und diese Familie war so ein bisschen überspannt. Wir haben ständig gearbeitet. Ich war irgendwie Köchin, Putzfrau. Ich musste das Kind erziehen. Ich musste von morgens 8 bis abends 8 arbeiten. Und das Mädchen, auf das ich aufgepasst hatte, Sari, die war damals 6 Jahre alt, die musste 2 Stunden am Tag fernsehen zur Entspannung. Und wenn sie das nicht tat, war es rappelduster. Verstehe. Also schon einer an der Klatsche, das kleine Ami-Kind. Ja, volle Kante. Ja. Fürchterlich. Also eigentlich, das Mädchen war noch ganz süß, die konnte ja, ja. nichts dafür, aber die Eltern waren so ein bisschen ja. überspannt, total. Da. Und ich konnte leider da nicht wechseln in eine andere Familie, weil ich nicht über eine Organisation da war, sondern ach so, du musstest privat. Diese, wie lange war es, 7 ja, Monate oder ja, was? Aber dann bin ich abgedüst. Durchhalten, ja? Ja, die haben mich dann vor die Tür gesetzt. Das ist, guck mal, das ist, wie du jetzt die Stimme so wegbrechen lässt. Das ist einfach gelernt. Hast du auch mal synchronisiert? Nein, das war tiefe emotionale Ergriffenheit. Stimmt, das gibt's ja auch. Ja. Hast du auch mal synchronisiert? Ja, ich habe mal synchronisiert. Ja? Was hast du synchronisiert? 2 Sachen. Einmal war ich noch. Nein, 3 Sachen. Einmal war ich eine Offsprecherin im Krankenhaus. Dr. Bob, bitte in OP3. Dr. Bob, bitte. Ja? Mhm. Dann war ich einmal in einer Masse und wir mussten uns freuen darüber, dass Sommerferien waren. So, yeah, 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 wir waren die Atmo. Ganz ja. toll. Und einmal musste ich auch eine Knutschszene synchronisieren. Das ja. war echt absolute Scheiße, weil, das habe ich noch nie vorher gemacht. Und die knutschten und ich so, Und dann der Typ so ins Studio, das ist ja kein Porno. Ja. Oh, 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 oh. Ach so, richtig, ja. Ich bin also irgendwie zu wild zur Sache gegangen. Wahrscheinlich. Und, ja, aber ich habe das noch nie wieder gemacht. Aber das sind ja 2 großartige Perspektiven, vor allem wenn dir das Spaß macht, Hörfunk, wirklich, ja. mit so einer, bei so einem erfolgreichen Sender. Ja. Und Giga, das geht ja auch wunderbar. Absolut, ja. ja. Ja, viele konfrontieren mich irgendwie damit, ja, wie geht denn das eine mit dem anderen? Aber ich finde, man ist facettenreich und flexibel. Das ist es. Die Powerfrau von heute, meine Damen und Herren. Viel Erfolg für beide Sendungen. Danke. Ist nächste Woche wieder WDR? Ein Kollege, weiß ich nicht. Wenn Sie gegen den Baum fahren, das war die Stimme von Uta Fußangel. Danke dir. Dankeschön. Mein nächster Gast hat als Model für alle gearbeitet, die in der Welt der Mode einen Namen haben. Armani Valentino, Dolce & Gabbana und vor 2 Wochen. Der Pilotfilm bei RTL, Sinan Toprak, der Unbestechliche. Über 6 Millionen Zuschauer und sofort hat RTL gesagt, das machen wir weiter. Heute Abend bei uns zu Gast, herzlich willkommen, Errol Sander. Da werden jetzt die Frauen sagen, oh, wie er Wasser getrunken hat. Oh, hast du es gesehen, wie er das Glas angefasst hat? Ist das immer so, wenn Frauen dich sehen, dass sie gegen den Baum laufen, gegen den Bus fahren und so. Heute Mittag bei uns, oh, er sieht so toll aus, du musst mal sehen und so. Reagieren Frauen immer so auf dich? Was für eine Frage. Ja, ziemlich schwierig für einen Einstieg. Aber ja, sehr schwierig die Frage. Ich meine, du hast in Paris gelebt jetzt ja, die letzten Jahre, ja. ja? Mit wirklich, ja, mit den schönsten Frauen weltweit.
Ja? Was ist jetzt für ein Gefühl, wieder nach München zu müssen? Nein, ich meine, da hat es auch wahnsinnig tolle Frauen. Ja, ja. Aber es ist, München ist nicht so, es ist fantastisch, es ist romantisch. Aber es ist nicht keine Weltstadt, so wie Paris. Ja, aber es hat auch seine Vorteile. Ich meine, München, die Berge, die Luft ist besser als in Paris. Na ja, gut, da sind schon Berge und Luft. Ja, ja, die Peripherik ist, die Luft ist nicht so gut in Paris. Ja. Wie war das? Hast du vorher schon mal als Schauspieler gearbeitet? Ich habe in Frankreich zwei Serien gedreht. Ja. Und da habe ich einen Argentinier gespielt, der Französisch mit spanischem Dialekt spricht. Hm. War witzig. Ja, ein Argentinier, hör mal, der Französisch mit... spanischem Dialekt spricht. Das waren so zwei kleine Serien, die ich gemacht habe in Frankreich. Ja. Und das war auch so mit dem Casting. Ja. Hat man mich gefunden. War lustig. Ja. Hat Spaß gemacht. Und dann rief man dich plötzlich an? Nein. Ach so. Die Mürschit, das ist eine Freundin von meiner Schwester, die ruft mich an und sagt, du, in der Abendzeitung, da steht drin, die suchen einen türkischen Nebendarsteller. Und dann habe ich ein paar Bilder zusammengepackt und nach München geschickt zur Produktion. Und die haben mich eingeladen, nach Berlin aufs Casting zu kommen. Ja. Und ja... Und man hat sich für dich entschieden. Ja. Hauptrolle. Ja. Ja? Ja, aber ja, viel Glück gehabt. Ja, aber unglaubliches Glück. Ja, oder? Ja. Ja. Hast du immer Französisch gesprochen die letzten Jahre? In welcher Sprache hast du dich unterhalten hauptsächlich? In Frankreich? Nein, also du sprichst perfekt Französisch, nehme ich an. Nicht perfekt, aber ich spreche Französisch, ja. Und dann auch viel Englisch. In welcher Sprache unterhält man sich in der Modewelt? In der Modewelt in Englisch eigentlich. Hauptsächlich? Ja. Aber die Modewelt ist jetzt so, das war jetzt mal. Wirklich wahr? Ja. Bist du froh, dass du das abgeschlossen hast, dieses... Das Modeln ist eine schöne Zeit. Das hat so viele Vorteile und es gibt aber auch Nachteile. Es ist ein hartes Leben auch. Ja. Ist nicht so, immer so einfach. Und schön zu verreisen auf die ganze Welt. Aber das ist jetzt... Jetzt gehen wir zur Schauspielerei und da geht's mit Sprache, die Maschine geht wieder los, muss ein bisschen ölen. Ja, man muss halt nicht mehr posen, so Sequenzen arbeiten. Man versucht eine Harmonie zu finden zwischen Sprache und Bewegung. Und das ist schön. Das wird viele im deutschen Fernsehen überraschen, wie du diesen Beruf siehst. Das ist eine Handwerk. Ja, das ist toll. Das haben wir lange nie mehr gehört. Harmonie, ein Bogen. Schön. Wirklich. Ja. Und was ist das für ein Typ von Kommissar, den du da spielst? Ist es so wie Derek, der einen Mantel hat, 20 Jahre lang? Oder ist er auch, hat er eine Freundin? Hat er ein Privatleben? Ja, und zwar Sinan Topak ist ein sehr korrekter Kommissar. Ja. Deutscher als die Deutschen. Aha. Die typisch deutschen Prinzipien sind Pünktlichkeit. Weiter. Herr Schmidt. Sauberkeit. Fleiß. Ordnung. Ja. Ja. Und das hat Sinan Topak. Und im selben Moment hat er eine Familie mit zwei Kindern. Mhm. Seine Frau, die er über alles beschützt. Versucht er auch von seinem Berufsleben zu... Fernzuhalten. Ja. Gelingt ihm fast nicht. Haben Sie den Film gesehen? Leider nicht, aber man hat mir davon... Nein, ich sag... Ich dachte, das ist ein einmaliges Movie. Wenn ich gewusst hätte, dass da eine Serie draus wird, hätte ich natürlich angeguckt. Aber jetzt werde ich mir diesen... Es war geplant. Wir haben alle gezittert. Warum? Ob es ein Erfolg werden würde? Ja, es sollte, man sagt in der Fachsprache, ein Zweier soll davor stehen. Bei den Marktanteilen? Ja, genau. Ein Zweier davor? Ja, und nur dann... Wer ist in Serie gegangen und es ist so passiert? Unglaublich. Das heißt, über 20%, vor allem der jungen Zuschauer, haben... Das 26%. 26% der Jungen und wahrscheinlich über die Hälfte davon wiederum weiblich, oder? Weiß ich nicht. Doch, mit Sicherheit. Ja? Mit Sicherheit. Ich glaube, dass das auch für die deutsche Medienlandschaft eine Entdeckung sein wird, dass man dich überall einlädt. Hast du schon große Fotostories gemacht? Wie lebt dieser Mann? Der Kommissar mit dem sanften Blick und so weiter. Dass man wird doch jetzt, also die ganzen Frauenzeitschriften werden sagen, das ist er. Oder können wir mal? Ja. Ja, aber es ist so. ich freue mich. Das Interesse ist schön. Aber es geht ja um was ganz anderes. Es geht hier um, um Multikultur. Ja. Die Anpassung der Multikultur an die Medienwelt. Ja. Und
Das ist wichtiger. Das ist wichtiger. Und das sollte man den Frauen einmal sagen, die lechzen zu Hause vor dem Fernseher. Es geht um Multikultur und die Anpassung an die Medienwelt in dieser Serie. Nicht nur um das eine. Ja, das spielt mit, unterschwellig. Aber ist schön. Ja, ich denke mir. Ja, du hast recht. Ich denke mir. Ich denke mir, dass die Macher vom Film sehr ambitioniert waren, alle in meinem Jahrgang ungefähr. Ja. Und man hat einfach versucht, stilistisch einen guten Film zu machen. Ja. Es gab alle Leute am Set, die haben ihr Bestes gegeben. Vom Kloputzer bis zum Schauspieler, alle gleich. Und der Erste ist so wichtig. Denn der Schauspieler kann dann als Kloputzer in der nächsten Folge weitermachen, wenn es nicht so läuft. Oder Harrison Ford hat als Schreiner angefangen. Ja? Ja, hat als Zimmermann rumgenagelt, dann hat George Lucas gesagt, komm mal runter, Hauptdarsteller. Ja. Ja, wirklich, so war das. Ja. Aber ich glaube, Errol, für dich wird das großartig laufen. Ja. Im März geht's los. Im März gehen die Dreharbeiten los. Acht Folgen zuerst. Und es wird der Kommissar im deutschen Fernsehen werden, da müssen sich die anderen warm anziehen. Ich hoffe, es gefällt. Ja. Viel Erfolg, danke Dankeschön. Für deinen Besuch. Danke. Toi, toi, toi. Danke. Errol Sander, meine Damen und Herren. Schönen Dank. Man muss im Leben die richtigen Entscheidungen treffen. Heiraten? Ein Haus bauen? Kombi oder Sportwagen? Manchmal sind es aber auch schwerere Entschlüsse, die auf einem lasten. Esse ich heute Abend Hummer oder Lachs, Lamm oder Schwein? Nehme ich die fettarme oder die weiße Mousse au Chocolat zum Dessert oder doch die flambierten Aprikosen? Und was ist, wenn ich die Entscheidung nicht zu treffen vermag? Egal. Man kann sich ja zum Glück von allem auch was einpacken lassen.